So, ich begrüße euch zurück zur zweiten Saison mit Jan Ullrich. 25-jähriges Jubiläum. Vor 25 Jahren hat Jan Ullrich die Tour de France als erster und bislang auch letzter Deutscher gewonnen. Dankeschön für die vielen Kommentare, für die vielen Aufrufe, auch hier in der ersten Saison. Das läuft richtig gut, macht mir auch enorm viel Spaß. Deswegen gehen wir da jetzt auch täglich weiter durch. Parallel werden wir die Tour de France noch mit Primož Roglič spielen und versuchen, Tadej Pogačar dort vom Thron zu stoßen. Das sollte doch vielleicht sogar mal klappen. Also, da könnt ihr euch drauf freuen. Es kommen auch noch ein paar andere Radsportprojekte jetzt zur Tour de France. Also, da ist für richtig, richtig Tempo gesorgt. So, unsere Neuverpflichtung. Wie gesagt, ich habe eure Vorschläge alle durchgelesen. Habe jetzt auch einige davon verpflichtet. Bei anderen habe ich mich jetzt dazu entschieden, um eben auch die deutsche Komponente so ein bisschen hochzuhalten, sie zu verpflichten. Also, David de la Cruz kommt zu uns. Bergwert 76, Hügelwert 74, Zähigkeit 70. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Regenerationswert ist auch sehr gut. Also, unser neuer Bergkapitän ist de la Cruz. Er wird unterstützt am Berg von Zimmermann. Junger deutscher Fahrer, 25 Jahre, Berg 75, Hügel 74. Ich glaube, dass das eine richtig gute Unterstützung ist. Und um das Bergteam zu komplettieren, haben wir natürlich unseren noch blutjungen Jan Ullrich, der immer noch 19 Jahre alt ist und niemals älter werden wird, in unseren Herzen zumindest. So, dann unser Puncheur-Team. Das ist einmal Brambilla, der ja letztes Jahr für uns 5 Siege eingefahren hat und erst am Mont Ventoux von Marc Padoun geschlagen wurde. Also sehr, sehr guter Allrounder. Mit Berg 73 konnten wir da schon mit einer natürlich spitzen Tagesform gut mithalten. Deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir mit de la Cruz jetzt die Bergankünfte vielleicht auch für uns entscheiden können. Ansonsten noch im Team Simon Geschke, bisschen unser Königstransfer. Antritt 76, Hügel 76, Zeitfahren 72, Berg 72. Den kann man überall gebrauchen. Der gute Simon Geschke, der bärtige Deutsche, wird uns sicherlich einige Punkte einfahren. Und Jascha Sütterlin haben wir noch als Helfer, auch ein bisschen als Sprintanfahrer, Flach 74 und vor allem Kopfsteinpflaster 72. Nicht ganz unwichtig, weil Kopfsteinpflaster werden wir ja in der zweiten Saison jetzt auch mit drin haben. So, Alberto Dainese, unser Sprinter von Team DSM zu uns gekommen, Sprint 75, Antritt 77, also auf den ersten Metern ziemlich stark, Kopfsteinpflaster 70, das könnte vielleicht auch nochmal ein wichtiger Faktor sein. Das ist unser Team, mit dem wir reingehen, jetzt nicht enttäuscht sein, wenn ein oder der andere Fahrer eben nicht dabei ist, den ihr genannt habt. Aber ich finde, damit haben wir eine sehr, sehr gute Kombination für die zweite Saison. Und jetzt gehen wir nämlich mal in den Kalender rein und schauen mal, was ist denn alles überhaupt notwendig, damit wir hier die größeren Rennen auch mal freischalten. Das wäre ja unser Fernziel. Vielleicht schaffen wir da dieses Jahr schon einiges. Mit den paar Rennen, die wir hier haben, wird es allerdings natürlich trotzdem ziemlich schwer. Wir schauen mal in die Profile rein, die drei Tage der Provence. Ich habe irgendwie Jour und Heure miteinander verwechselt, aber natürlich die drei Tage in der Provence macht auch Sinn. Drei Etappen, drei Tage. Geht los in Nizza, 7 Kilometer Einzelzeitfahren. Habe erst überlegt, gab es damals, als die Tour de France in Nizza gestartet ist, auch ein Einzelzeitfahren zum Start. Aber das war ja diese verregnete Etappe, wo Toni Martin das kurzfristig mal neutralisiert hat und Alexander Christoph dann sehr überraschend den Sprint gewonnen hat. Also 7 Kilometer Auftaktzeit fahren, dann von Gap nach Privat, was für die Sprinter, das sieht sehr nach Alberto Dainese aus, um ehrlich zu sein, leicht ansteigende Zielgerade eben. Dann von Nizza nach Nizza, das ist auf jeden Fall wieder Tour de France Etappe, einige Berge der ersten Kategorie, da könnte man mal schauen, ob wir mit Ulle da vielleicht mal reinhalten. Das sieht nämlich ziemlich interessant aus, dass wir dort einen Berg der zweiten oder ersten Kategorie mal für uns entscheiden können. So, das war das erste Rennen, dann schauen wir nämlich mal hier drauf. Paris-Nizza, um dort teilnehmen zu dürfen, müssen wir mindestens 20. in der PC-Teamwertung werden. Bei den Klassikern, also Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich, muss es jeweils der 18. Platz sein. Dann schauen wir mal auf den Breath Cup, da geht es in den Sprint, 8 Kilometer Einzelzeitfahren und dann wieder die Etappe nach Kempe, die wir mit Sicherheit gut für uns entscheiden können. Entweder Brambilla oder Geschke. Einer von beiden sollte da schon erfolgreich sein. 20. sollten wir wieder werden für die Dauphiné. Und für die Tour de France sollte es auch der 18. Platz sein. Aber da sind wir, glaube ich, gar nicht so, so weit von entfernt, wenn wir uns da dieses Jahr bei der Eurotour zum Beispiel nochmal ein klein wenig besser schlagen. Da gibt es erstmal eine sehr windige Auftaktetappe von Utrecht nach Seeland. Auch, glaube ich, Tour de France-Profil von vor ein paar Jahren. 160 Kilometer mit einigen Windkanten hinten raus. Dann für alle Raucher, Fourmi nach Epernay. Das sieht auch was für die Puncheure aus. Dann das schon angesprochene Kopfsteinpflaster, Jascha Sütterlin, Dainese. Die kommen da ganz gut drüber. Auch Simon Geschke kommt da halbwegs gut drüber. Dann geht es die Mauern von Huy nach oben. Huy.
Und dann, ja, Teamzeitfahren. Ich glaube, das Spiel sollte kein Teamzeitfahren machen, aber es hat es halt leider drin. Nach Brüssel zum Atomium geht es dann nochmal zum Schluss der Euro, Entschuldigung, der Euro-Tour. Dann ist natürlich nach der Euro-Tour gibt es auch die Open-Tour. Die kennen wir schon. Da wird es dann richtig bergig. Da geht es hier im Berg der ersten Kategorie mit einer kleinen Abfahrt noch rein. Das ist vielleicht ganz interessant. Den Tourmalet geht es nach oben und es geht nach Saint-Lary-Soulan. Keine Ahnung, was das für ein Berg ist. Wir nennen ihn einfach mal den Ohrkategorie Larry. Keine Ahnung. So, das wäre die Saison zur Weltmeisterschaft. Da wird man nominiert und für die Lombardei-Rundfahrt, da müssten wir ebenfalls 18. in der Wertung werden. Ich könnte auch einfach mal mit dem Editor das umbenennen, oder? Das wäre wahrscheinlich besser, als es hier immer einfach nur so anzusagen. So, was ich jetzt machen werde, ich werde mir natürlich den Formhöhepunkt der Fahrer anschauen und das dieses Mal auch ein bisschen besser planen. Ich glaube, wir haben letztes Jahr bei der ersten Rundfahrt ein bisschen was verschenkt. Werde mir dann immer noch mal die Profile aufrufen. Das werde ich jetzt allerdings offscreen machen, weil wenn ich jetzt hier hin und her wühle, dann ist das, glaube ich, nicht mehr so spannend zum Anschauen. Also, wir sehen uns gleich wieder mit der fertigen Planung. So, wir haben jetzt mal den Formhöhepunkt gemacht. Wir gehen ein bisschen Piano rein in die Saison, weil ich glaube, dass wir zum Auftakt bei den 3 Tagen in der Provence nicht ganz so viel Manpower brauchen. Also, wenn wir nochmal kurz aufs Profil schauen, Auftakt Zeitfahren ist was für Geschke, dann wird es hügelig und auch in den Bergen sollte Geschke mit einer guten Tagesform mit einigen starken Fahrern mithalten können und dank seines ja durchaus guten Wertes dann auch im Finale mithalten können. Dann geht es zum Breath Cup. Da wissen wir, dass es auch wieder einen 8 Kilometer Zeitfahren gibt und dann ist es was für die Pancheure. Für Brambilla würde ich dort mal sagen. Dainese hat sicherlich auch noch seine Möglichkeiten, dort mit reinzuhalten. De la Cruz ist da auch gut in Form. Man kann das ja immer nur so ein bisschen hin und her schieben. Dann zur Eurotour sind 7 Fahrer erlaubt. Da sind alle gut drauf und zur Open Tour ebenfalls. Und man muss hier sehen, die Eurotour ist so ein bisschen der Saisonhöhepunkt. 40 Gesamtpunkte kann man hier holen. Deswegen Geschke, Dainese und Sütterlin sind dort richtig gut drauf. Und da es ja hier auch keine richtig brutale Bergetappe gibt, mit 27 Kilometer Abschlusszeit fahren halt nochmal. Aber da es hier keine richtig krasse Bergetappe gibt, hoffe ich mal, dass wir an den Hügeln mit Geschke hier so viel Zeit rausholen, dass das abschließende Zeitfahren nicht mehr ganz so schlimm wird. Also, das wäre unsere Saisonplanung und wir gehen mal rein. Ulle in guter Form, Geschke in guter Form, Zimmermann in guter Form. Also, das deutsche Team Telekom schickt jetzt erstmal die Gesichter des Teams vorne weg. Jascha Sütterlin lassen wir nochmal zu Hause. Der ist zwar ein ganz ordentlicher Zeitfahrer, wird uns hier aber nicht viel weiterhelfen können. Der konzentriert sich komplett auf das Kopfsteinpflasterstück. Vielleicht hat er da dann später mal Chancen. Also, wir gehen rein. Die 3 Tage in der Provence. Wir starten mit dem Auftaktzeitfahren. So, wir starten rein mit Simon Geschke. So, wir müssen erstmal ins Tempo reinkommen. Und dann gehen wir mal in die Zeitverhaltung. So, 8 Minuten 10 ist das Spielziel. Es gibt keine Zwischenzeiten. Glaube ich, ein bisschen zu lange den roten Balken malträtiert. So, mal schauen. Also der rote Balken wird hier eher das Problem. Ich bin sehr, sehr schnell reingestartet. Den Häuserschluchten hier von Nizza. Sehr, sehr leichter Kurs bislang. Kriegen wir die Kurve? Ja, easy. Vorne könnte es dann ein bisschen problematischer werden. Noch 2 Kilometer sind es. So, und dann sind wir auch schon auf der Zielgeraden. Boah, das haben wir gerade so geschafft, dass wir da in der Zeitverhaltung bleiben. Hoffen mal, dass das gut wird. 8 Minuten 10 war das Spielziel. Wir kommen rein mit einer 7,47. Also das war gut. Hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch besser gehen können. Bin am Anfang vielleicht nicht ganz optimal reingestartet, ein bisschen zu schnell reingesprintet, aber ich glaube, das könnte eine gute Zeit sein mit Geschke. Schauen wir mal drauf.
dachte normalerweise. Oh, okay. Ja, nice. Auftaktsieg mit Geschke. Und auch Team Gerolsteiner. Wenn Team Telekom da ist, dann muss auch Team Gerolsteiner natürlich am Start sein. Also Bike Exchange, fahren die dieses Jahr überhaupt mit Bike Exchange? Man weiß es nicht. Also sogar großer, großer Vorsprung. Holy moly, 7 Sekunden vor Quinten Hermanns, der von Intermarché verstoßen wurde vor der Tour de France, habe ich gelesen. Also er wechselt das Team und ist jetzt einfach mal ausgebotet worden. War sehr, sehr unschön, wie das Ganze gelaufen ist. Und ich glaube, jetzt hat sogar irgendein Teamchef, ich habe es jetzt nicht bestätigt, gesagt, wir haben ihn rausgenommen, weil sonst die Hierarchie im Team beschissen wäre und er würde bestimmt dafür sorgen, dass die Stimmung schlecht ist. Da wechselt man doch gerne hin. Also Intermarché eigentlich dieses Jahr mit sehr, sehr vielen Sympathiepunkten, haben da sicherlich ein bisschen was verloren. Wir holen uns den Auftaktsieg mit Simon Geschke, so kann die Saison doch mal losgehen. Gleich mal 17 Punkte gesammelt, nicer dicer. Und dann versuchen wir das eben mit jenem Simon Geschke natürlich zu verteidigen. Jetzt geht es von Gap nach Brevard. Da werden wir mal schauen, da müssen wir sicherlich ein bisschen Nachführarbeit mit leisten. Da würde ich aber schauen, dass wir da trotzdem relativ schadlos durchkommen. Also, starker Auftakt, unsere Neuverpflichtung Simon Geschke mit dem ersten Sieg. So, wir gehen rein in die letzten, ja, 9,5 Kilometer sind es jetzt nur noch, weil ich mich nochmal räuspern musste. Ganz, ganz interessante Info für euch. Wir sind hier noch bei Simon Geschke, uiuiui, der hier gerade mal richtig reinbrettert. Mal schauen, das Finale. Ich schaue es gerade noch mal ganz kurz, das Profil. Es sieht in diesem zusammengequetschten Profil da unten rechts immer ein bisschen brutaler aus, als es dann tatsächlich ist. Das bedeutet, wir werden jetzt gleich für Dainese fahren und schauen aber mal, dass wir Geschke sagen, dass er auf jeden Fall sein Führungstrikot irgendwie verteidigen soll. Ich weiß nicht, ob Angriffen folgen da Sinn macht oder was würde hier kein Widerstand folgen, ohne zu ermüden, leichten Widerstand. Das macht, glaube ich, alles nicht so Sinn. Deswegen nehmen wir mal Angriffen folgen und wir gehen mal rüber zu Dainese, der heute natürlich keine gute Tagesform hat, aber ich glaube im Finale trotzdem die bessere Wahl wäre. So, 7,8 Kilometer noch. Blausgel nehmen wir jetzt mal, das können wir generell allen Fahrern mal geben, gerade auch Ulle. Ich glaube, das schadet nichts, wenn wir das nochmal verteilen, so als kleines. Hier zum Einstieg in der zweiten Saison zeigen wir das mal. Normalerweise mache ich das immer offscreen, damit wir hier wirklich nur die spannenden Rennszenen drin haben. Und ich glaube, das macht es eben auch aus. So, ja, dankeschön, Leute. Das macht es natürlich auch aus, dass wir da mal richtig schön weggedrängt wurden. Aber das macht nicht viel. Wir haben das rote Gel. Da kommen wir relativ easy peasy wieder nach vorne. So, die Ausreißergruppe ist eingeholt. Das ist für uns schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Tempo ist ziemlich hoch und Dainese hat hier Probleme, nach vorne zu kommen. Mal gespannt. Wir haben natürlich hier Pascal Ackermann und so weiter mit dabei. Das rote Gel ist jetzt schon gleich ziemlich aufgebraucht. Vorne geht es nochmal minimal bergab. Vielleicht kann man da dann nochmal leichter nach vorne kommen. Ackermann ist da auch noch ein bisschen weggeklemmt. So, hier ballern jetzt auch alle rein. So, kommen wir da jetzt mal ein bisschen nach vorne. Da haben wir auch Sonny Colbrelli. Also die Sprinter sind hier richtig am Start. Taco van der Hoorn, ja auch Etappensieger beim Giro gewesen. Ich glaube, gleich werden wir weggeblockt. Immerhin wird das hier nicht mehr so extrem gemacht, wie das bei den Vorgängern war. So, mal schauen. Ah ja, toll. Danke, Taco. Super. Ist gerade noch gelobt, dass es hier nicht mehr so schlimm ist. Und da sind wir jetzt durch diesen Wegblocker einfach so weit hinten, dass wir da, glaube ich, kaum noch Chancen haben, nach vorne zu kommen. Es geht jetzt hier auch noch leicht bergauf, sind 3,6%, also gar nicht so wenig. Und vorne ist Geschke eigentlich in der besseren Position, um ehrlich zu sein. Deswegen, für Dainese wird das heute nichts werden. Jetzt ist hier ein bisschen Tempo raus. Probieren das mal mit Geschke. So, dann kommt hier natürlich jetzt die Sprinterriege. Aber das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus mit Geschke. Mann, 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 da hatten wir sogar noch Energie übrig. Bin ein bisschen zu langsam losgefahren. Das hätten wir uns mit Geschke holen können. Wahnsinn, also Simon Geschke rockt das Ding. Dainese war halt früh abgehängt.
Noch natürlich auch die Tagesform schlecht, das wollen wir nicht vergessen. Dainese wird noch besser in Form kommen. Ich glaube, diese Kopfsteinpflaster-Etappe, wenn er da halbwegs mit rüberkommt, bei der Euro-Tour, dann hätte er, oder Open-Tour, Euro, ach egal, ich glaube, es ist die Euro-Tour, dann hat er da sicherlich auch gute Chancen. Also Gerold Steiner mit dem Sieg. Gesamtwertung bleibt bei Geschke, Caden Groves in der Punktewertung vorne. Bergwertung bei Greg van Avermaet und Matthäus Sobrero, den ja auch einige von euch vorgeschlagen haben als Neuverpflichtung. Habe ich überlegt, Matthäus Sobrero, geiler Fahrer. Wirklich richtig, richtig geiler Fahrer. Habt das ja in der letzten Folge schon mal gesagt. So aerodynamisch auf dem Rad. Das wird mal ein richtig, richtig guter. Aber er ist am Berg nicht gut genug. Und wir hatten dann eben auch schon genügend Fahrertypen. Und ich wollte eben auch, wie gesagt, ein paar deutsche Fahrer mit dem Team haben, damit das Team Telekom eben auch ein bisschen auflebt bei uns. So, Geschke wird Dritter im Sprint. Ganz, ganz stark Girmay geschlagen und so weiter. Sehr, sehr nice. Bedeutet für uns 11 Sekunden Vorsprung. Sobrero macht den Sprung auf die 4 in der Gesamtwertung. Wo haben wir Ulle mit 1 Minute 3 Rückstand? 114. Also bislang läuft es richtig gut. Erster Platz, dritter Platz und ich denke mal, die letzte Etappe von Nizza nach Nizza, der Rundkurs, der könnte uns auch ganz gut liegen. Dort wird Geschke natürlich wieder unser Kapitän sein. Die Berge der ersten Kategorie sehen hier heftig aus, aber ich glaube, dass Geschke das durchaus überstehen kann in der Spitzengruppe. Und so viele Attacken werden hoffentlich auch nicht gehen. Wir versuchen es aber jetzt mit Ulle hier mal in die Ausreißergruppe zu kommen. Wir schauen uns mal ganz kurz noch die Tagesform an. Also die dritte Etappe wird jetzt definitiv ein klein wenig länger dauern. Ich bin sehr gespannt. Thijs Benoot ist der Favorit, Nielsen Paulus und Parit Peintre. Daran sieht man schon, das sind andere Fahrertypen als auf normalen Bergetappen. So, Ulle hat eine gute Form. Das ist schon mal sehr ordentlich. Und da können wir vielleicht schauen, zum ersten Mal am Berg der zweiten oder sogar vielleicht ersten Kategorie die Bergwertung zu gewinnen. Das wäre für uns mega gut, weil dadurch wird der Bergwert natürlich gesteigert. So, dritte Etappe steht an. Wir sind mit Ulle in der Gruppe. Vorne kommt der Zwischensprint, der erste. Wir haben 35 Sekunden. Ich denke mal, das Hauptfeld wird da jetzt nicht mehr rankommen und uns die Punkte hier klauen können. Und da die anderen beiden hier richtig krass viel gearbeitet haben, glaube ich, könnte das ganz gut für uns werden. Schauen wir mal. Ich glaube, das können wir sogar ein bisschen timen vom Sprint her und holen uns dann hier den Zwischensprint. Das wäre natürlich mega, mega nice. Das sollte klappen. Machen wir nochmal den Tigersprung. Zwischensprint gewinnen haben wir geschafft. Und ich hoffe mal, dass die Gruppe hier jetzt weiter gut arbeitet und das Hauptfeld dann eben auch ein bisschen Tempo rausnimmt, weil wir wollen uns natürlich auch die Bergpunkte noch sichern. Brambilla ist da nochmal mitgekommen. Und ja, okay, der darf heute ausreißen. Stimmt, das haben wir so eingestellt. Also Brambilla dürfte theoretisch auch mit in die Gruppe. Dann haben wir Geschke, der hinten von De La Cruz beschützt wird. Zimmermann und Dainese sind noch mit dabei. Aber der nächste Zwischensprint-Sieg für Ulle, natürlich auch wichtig für den Antritt, für den Sprintwert. Alles durchaus wichtige Sachen. So, da schauen wir mal, diese Gruppe dann hier jetzt auch weiter funktioniert. Da kommt Nelson Oliveira mit einer Tempoverschärfung bzw. einer Attacke. Und ich glaube, dass diese Gruppe sich hier jetzt echt gut gefunden hat. Also über eine Minute gleich der Vorsprung gegen Boileau und Nelson Oliveira. Nelson Rui Oliveira. Ach komm, einer der Oliveiras halt. Sind wir hier am Start? Nelson Oliveira ist es. Richtig guter Zeitfahrer. Ob der jetzt an den Hügeln so den Punch hat, das werden wir gleich rausfinden. So, wir sind drin im Berg der zweiten Kategorie. Boileau und Oliveira haben ordentlich Tempo für uns gemacht. Sind allerdings vielleicht auch leicht stärker. Nehmen schon mal ein bisschen blaues Gel, wobei es gibt gleich noch einige Abfahrten. Da könnte man das dann, glaube ich, auch wieder ganz gut wettmachen. Hinten. Oh, Oliveira ist weg. Der ist geplatzt. Sehr, sehr nice. Jetzt haben wir nur noch Boileau, der dort hier mit uns hochfährt. Berg der zweiten Kategorie zu gewinnen, wäre natürlich super nice. Schauen wir mal, was der noch so kann. Also Oliveira ist weg. Hinten das Hauptfeld, aber nur noch 1,39 hinten. Wenn wir jetzt hier eine Sprintwertung gewinnen und noch den Berg der zweiten Kategorie, wäre natürlich mehr als optimal. Ich weiß zwar nicht, was mehr als optimal ist, aber macht ja auch nichts. So, der Berg bleibt relativ konstant steil. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es Boileau geht. Ich kenne den Fahrer auch nicht gut genug, um einschätzen zu können, wo der jetzt seine Stärken hat. Aber es wäre natürlich wichtig für uns. Wir halten das Tempo mal hoch. Jetzt hier gleich das Ding für uns zu entscheiden. Der blaue Balken sollte auch noch reichen. Wir haben jetzt hier nicht das Ziel, die Etappe zu gewinnen. Aber ich würde sagen, wir können hier jetzt langsam schon mal losgehen.
Und ich glaube, Boileau ist da jetzt schon ziemlich platt. Und dann holen wir uns das Ding. Können wir jetzt schon ein bisschen rausgehen? Also, nice. Es läuft richtig gut in der neuen Saison. Nicht nur für Geschke, sondern auch für Ulle. Wir warten natürlich mal auf den Kollegen. Berg der zweiten Kategorie für uns geholt. Bergtrikot ist ja vielleicht heute auch drin. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt hier funktioniert mit der Gruppe. Nelson Oliveira wird wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Also wir versuchen unser Bestes, so viele Bergwertungen wie möglich zu gewinnen mit Ulle. Ist sowieso der letzte Tag der Rundfahrt. Und vielleicht geht, wie gesagt, wirklich was Richtung Bergtrikot. Das wäre natürlich super nice. So, wir gehen rein in Col de Châteauneuf. Klingt nach einem guten Jahrgang. Wir sind nach wie vor mit Boileau hier vorne. Müssen jetzt mal ein bisschen Tempo machen, weil die Hauptgruppe nur noch 54 Sekunden Rückstand hat. Deswegen versuche ich hier den blauen Balken mal ein bisschen wegzufahren. Und vor allem danach gibt es eine etwas steilere Abfahrt. Da oben sehen wir auch das Chateau. So, da sehen wir den letzten Kilometer. Und es ist oben relativ flach. Also da kann man dann schon auch schon mal losgehen. Mal schauen, Boileau bei uns am Hinterrad. Kann der da mithalten? Nee, ich glaube nicht. Das wird die nächste Bergwertung für uns werden. Super. Also Ulle wieder mit der Bergwertung. Jetzt gehen wir in die Aerodynamik rein. Versuchen so viel Energie wie möglich natürlich hier zu sparen, um dann im nächsten Anstieg wieder konkurrenzfähig zu sein. Sehr, sehr nice. Wie gesagt, läuft richtig, richtig gut. Versuchen wir uns mal noch ein bisschen hier abzusetzen. Ja, es war ein bisschen viel runtergebremst, aber gut. Passiert. Also Boileau mit 16 Sekunden hinter uns. Sehr viele Serpentinen da natürlich jetzt auch. Aber eigentlich ganz ordentlich. So, ein bisschen Tempo mitnehmen in die Aerodynamik rein. Und mit Schmack ist wieder raus. Ja, schön gegen die Wand gedonnert. So, die haben wir mal ganz gut genommen, die Kurve. So, nochmal ein bisschen reinsprinten. Wir wollen gar nicht, dass der Kollege unbedingt wieder zu uns hinkommt. Alter Schwede, ist aber auch eine Abfahrt, die es echt in sich hat. Puiuiuiui. Alter Vater. Alter, was eine Abfahrt. Na gut, haben wir auch mal eine Abfahrt mit drin gehabt. Ich glaube, es geht relativ direkt in den nächsten Anstieg rein. Sorry, das Profil wollte ich gerade. Also der nächste Berg der zweiten Kategorie steht an. Wir haben ganz gut regeneriert. Es sind 7,5 Kilometer. Da können wir echt mal den Tempomaten reinhauen. Und ich hoffe mal, dass wir das bis oben hin schaffen. Das Tempo habe ich jetzt mal ein bisschen gedrosselt, sodass Boileau da auch wieder rangekommen ist. Aber wir haben immer noch eine Minute Vorsprung. Ich will vor allem den Berg der ersten Kategorie natürlich auch noch gewinnen. Das wäre dann... Boah, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so gut waren hier beim Pro-Kapitän-Modus. Ich glaube nicht. Ja, das wäre natürlich optimal. So, ich drücke mal schon mal ein bisschen drauf. Oben wird es nicht wirklich steiler werden. Ich denke mal, Boileau sollten wir wieder ganz gut im Griff haben, wenn wir nach der Kurve so langsam losgehen. Dann reicht das, glaube ich. Wir haben ihn eh schon abgehängt. Jetzt wollen wir trotzdem 4 Sekunden... Wo ist er? Da kommt er. Nicht, dass der jetzt noch an uns vorbeisprintet. Deswegen gehen wir mal auf Nummer sicher, holen uns den nächsten Bergpass und versuchen natürlich hier wieder zu regenerieren. Ordentlich Tempo nehmen wir hier mit. Hier wird es wieder zu flach für die Aerodynamik. Also, die nächste Abfahrt steht an. Die mache ich jetzt ohne euch und dann hoffen wir wirklich mal, dass wir vielleicht bis zum nächsten Berg der ersten Kategorie noch durchkommen. So, das wird jetzt ein Zeitfahren. Entschuldigung, irgendwie muss ich mich heute dauernd räuspern. Ein Zeitfahren gegen das Hauptfeld. Es sind noch 4,9 Kilometer für Ulle. Halbe Minute. Hauptfeld kommt allerdings mit 7 Meilenstiefeln da hinten ran. Und ich glaube nicht, dass Ulle das schafft, bis oben hin durchzukommen. Da hätten wir schon das blaue Gel gebraucht, um hier jetzt nochmal richtig durchzuballern. Aber ich glaube, wir gehen vielleicht dann auch mal zu unserem gelben Trikot zurück. Sehen wir den da?
glaube schon 17 Sekunden. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz zurück zu Geschke. Ulle soll einfach mal alles geben, was er hat. Wird er schon machen. Gehen wir mal zu Geschke. Schauen uns das mal an. Da haben wir das gelbe Trikot von Simon Geschke. 50 Kilometer sind es noch. Ulle wird vorne jetzt gleich eingeholt, glaube ich. Außer das Tempo wird hier natürlich nochmal geringer. Da vorne sehen wir Ulle. Tempo ist jetzt durch die Emirates ja immer noch hoch. Ulle wird eingeholt. Berg der ersten Kategorie wird das, denke ich mal, nichts mehr werden. Er hat auch kein blaues Gel mehr. Er soll sich jetzt mal hier vorne mit einreihen. Oben drüber wird wahrscheinlich auch nicht viel gehen. Aber Geschke ist gut drauf. Das sieht man hier schon, wie er mit relativ geringem Tempo am Berg mithalten kann. Für Ulle ist die Etappe jetzt rum. Bergpunkte ordentlich gesammelt. Wäre natürlich mega nice gewesen, jetzt den Berg der ersten Kategorie noch zu wuppen. Aber er wird jetzt hier, denke ich mal, durchgereicht werden. 131 Fahrer noch dabei. Spricht jetzt auch nicht für das allerhöchste Tempo. Sind auch typische Floskeln. Also Ulle schafft es nicht. Geschke ist in guter Position. Und ich bleibe jetzt einfach auch in der Position. Wir haben das gelbe Trikot. Wir müssen eigentlich nur reagieren. So, los geht's mit dem letzten Anstieg hier bei der Rundfahrt. Wir müssen unser gelbes Trikot verteidigen, sind aber in einer guten Position. Vorne eine Ausreißergruppe. Ganz kurz mal aus dem Sattel. Vorne eine Ausreißergruppe weg. Jetzt wird hier natürlich Tempo gebolzt von Ineos. Aber Geschke sollte das heute eigentlich schaffen, wie gesagt, mit den Besten hier rüberzukommen. Der Col d'Ais, 8,6 Kilometer, 5,6% im Schnitt. Ich versuche hier mal weiter im Sitzen hochzufahren. Wir haben Zimmermann, wir haben Ulle, der jetzt mal das blaue Gel bekommt. Beim Rest warten wir nochmal. Dainese kriegt es jetzt auch mal, auch wenn der natürlich eh schon abgehängt ist. So, Tempo ein bisschen raus. Olaf Koy, der Sprinter für Jumbo, fällt da zurück. Wir haben Colbrelli. Ich fahre mal ganz kurz außen rum. Vorne wieder Tempoverschärfung. Also diese dauernden Tempowechsel, die darf man natürlich nicht mitgehen. Es macht den eigenen Fahrer nur kaputt. So, vorne, Lennart Kemna ist ausgerissen. Allerdings, Hamilton hat sich für Bike Exchange vorne abgesetzt. So, wir haben ein Groupama Triumvirat. Interessant. Wir bleiben mal vorne dran. Und wie gesagt, 5 Kilometer sind es nur noch. Das sollte eigentlich easy peasy passen. Für Geschke, dass er hier sein gelbes Trikot verteidigt. Müssen natürlich aufpassen, dass die da vorne nicht durchkommen. Ich weiß nicht genau, wie der Rückstand ist. Wir schauen gerade mal Hamilton mit 38 Sekunden, 33. Also die dürfen natürlich auf gar keinen Fall da vorne durchkommen. Das wäre alles andere als gut. Deswegen müssen wir den Vorsprung dann auch noch ein bisschen reduzieren. Das könnte tatsächlich ein bisschen problematisch werden. Mal schauen, Narváez macht Tempo. In der Abfahrt müssen wir dann auch noch ein bisschen was gut machen. Also, die vorne, die Ausreißergruppe, das könnte unser Problem werden. Vorsprung immer noch bei 1,13. 17 Kilometer sind es noch. Die haben sich direkt nach dem Berg dort abgesetzt. 1,09. Es wird jetzt immer weniger. Natürlich da vorne alleine hier gegen die Spitzenfahrer ist auch kompliziert. Nehmen wir das blaue Gel. Werden in der Abfahrt eh wieder regenerieren. Also von daher kann man hier auch alles raushauen, was man so hat. 1,06. Das war jetzt das letzte steile Stück auch. Sind nur noch 2 Kilometer bis oben hin. Dann heißt es für uns jetzt gleich hier nochmal solo hinterher zu gehen, damit Geschke das Ding auch holt. So, Stora ist dann noch im Attackiermodus. Und dann gehen wir mal mit Geschke. Versuchen hier das Ganze gerade noch für uns zu retten. So, Geschke hat sich auf jeden Fall ein bisschen abgesetzt nach hinten. Nehmen mal rotes Gel. Das wird dann eh gleich aufgefüllt in der Abfahrt. Aber vielleicht können wir jetzt hier nochmal ein klein wenig sprinten. Den letzten Zentimetern und dann gehen wir auf die Jagd nach Hamilton. Schauen, ob wir den noch kriegen. 38 Sekunden.
Ballern hier mal durch. Wie gesagt, rotes G wird eh gleich aufgefüllt. Beziehungsweise der rote Balken. Da müssen wir uns jetzt nicht so viele Sorgen machen. Jetzt geht es hier nämlich in die steile Abfahrt rein. So, jetzt gibt es wirklich hier einen Abfahrtskrieg. Vorne. Boah, das war zu hart gebremst, Schitte. Aber wir sind trotzdem dicht dran gekommen. So, müssen auch auf das blaue Gel natürlich achten. Es sind aber auch nur noch 10 Kilometer. Also 15 Sekunden unser Rückstand vorne auf Hamilton. Jetzt wird es wieder etwas steiler von der Abfahrt her. So, den holen wir uns. So, wieder ein bisschen aus dem Sattel gehen. Den haben wir zum Glück relativ schnell geschnupft. Gehen wir mal in die Aerodynamik. Holen uns noch ein bisschen Energie zurück. Also hier wirklich in Eigenregie gehen wir hier durch. Auch wieder ein bisschen zu doll gebremst. 30 Sekunden nur noch unser Vorsprung. Aber es sind auch nur noch 6 Kilometer. Hier ziehen wir gnadenlos durch, auch wenn der Pfeil etwas anderes von uns möchte. So, halbe Minute unser Vorsprung. Geschke auf dem Weg zum Sieg. Schauen wir mal, ob das was wird. Vorne jetzt nochmal eine relativ harte Kurve, aber auch nicht zu hart. So, Hamilton geht dann nochmal an uns vorbei. Wir nehmen nochmal das rote Gel. Ziehen jetzt einfach durch. Schauen wir mal, wie lange wir sprinten können und wie lange der Kollege sprinten kann. Letzter Kilometer. So, 1 gegen 1. Komm schon, Geschke, zieht durch. Yes, sollte doch der Sieg sein. Jawohl, Abfahrt. Ja, da waren einige Haken drin, aber trotzdem halbwegs gut. Ich mag so halbsteile Abfahrten nicht, aber Geschke mit dem Sieg auf der Etappe, mit dem Sieg in der Rundfahrt. Boah, habe ich jetzt geschwitzt. Holy moly. Keine Ahnung, was für Gesichtsentgleisungen ich hatte gerade. Aber ist auf jeden Fall cool. Wir holen uns den ersten Rundfahrtsieg mit Simon Geschke. Unsere Neuverpflichtung ballert gleich mal durch, genauso wie wir es uns vorgestellt haben. So, last but not least kommt jetzt Martin Laas gleich noch rein. Der Este für das Bora Hansgrohe Team. Da sehen wir nochmal den Schlusssprint. Einfach Mann gegen Mann, da hat auch keiner die Linie verlassen oder sonst irgendwas. So muss das sein. Fair and square holen wir uns den Sieg. Attackiert sogar nochmal am Berg. Aber Geschke natürlich mit guter Tagesform nutzt das aus. Holt sich die Gesamtwertung, Punktewertung, Colbrelle. Yes! Ulle mit der Bergwertung. Auch das super wichtig. Nachwuchsfahrerwertung Soprero. Also nice. Nicht nur Bergwertung geholt, Sprintwertung geholt, sondern Ulle holt sich auch noch das Bergtrikot. Sehr, sehr geil. 15 Punkte haben gereicht. Geschke 42 Sekunden in der Gesamtwertung vorne. Bergwertung knapp vor Molano, 2 Punkte waren es dann nur. Dann Geschke Zweiter hinter Colprelli in der Punktewertung. Nachwuchsfahrerwertung ist Ulle mit 5 Minuten Rückstand eher mal raus. Oldani ist immer noch ein junger Fahrer, obwohl es der Name nicht unbedingt so sagt. Also Geschke in der Pro Cycling Einzelwertung vorne. Das wird sich natürlich jetzt über die Klassiker-Saison wieder ändern. Aber für uns der perfekte Start in die Saison. Mehr Punkte hätten es, glaube ich, kaum sein können. Da freuen wir uns drüber. Und Ulle macht auch einen ganz, ganz großen Sprung. Antritt 71, Hügel 67, Berg 69. Also Ausdauerzähigkeit. Ulle wird langsam zu einem richtig guten Fahrer. Vielleicht sogar ja irgendwann mal mit Antritt und Hügel auf diesen hügeligen Etappen zu einem Siegfahrer. Also das macht richtig Laune. War, glaube ich, eine geile Folge. Haben wir richtig was gewuppt. Gehen ganz mutig auf Fortsetzen. Sehen Paris-Nizza können wir noch nicht teilnehmen. Wir sehen uns dann wieder beim Breath Cup. Machen da eine kurze Zusammenfassung, was sich bis dahin getan hat. Also, Dankeschön fürs Schauen, Dankeschön fürs fleißige Liken und Schauen.
Macht mir, wie gesagt, auch mega viel Spaß, dass Ulle wieder zurück ist.